So, ein weiterer Anlauf. Wir befinden uns auf Kanal 1, für alle, die uns schon gefunden haben, uninteressant, für alle, die es noch nicht wissen, hören nämlich eh nicht. Aber der gute Wille zählt. Ja. Wir werden sehen, wir finden mit Sicherheit bis zum nächsten Mal in 4 Wochen in Silverstone die Ursache des Ganzen. Ja, und wir hätten nicht nur ein bisschen Kanalwechsel-Hickhack, sondern wir haben sogar noch einen Gast gefunden unterwegs. Richtig, dann mach du mal das Interview mit dem Gast und ich du mal derweil ringsherum ankündigen, wo wir denn uns jetzt befinden. Jawohl, so sei es. Ja, dann begrüße ich einen der Piloten von dem No Limit LMP2, Jürgen Müller-Eisbrand. Guten Tag. Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wenn ich richtig aufpasst habe, habe ich dich noch nicht gesehen heute am Steuer. Wer darf nicht fahren heute? Ich habe mir ja freigenommen für heute. Ist das ein Skandal? Wie kommt's? Ja gut, wir sind 3 Fahrer und bei 3 Stunden habe ich gemeint, in meinem Alter brauche ich mal eine Pause und habe das den 2 jüngeren Kollegen überlassen. Aber naja, gut, ist ja nicht so ganz gelaufen. Deswegen war meine Pause. Halt, verschiebe ich die aufs nächste Mal dann vielleicht. Herrlich. Toller Plan. Erwartest du noch von den Teamkollegen im LMP1 oder in den beiden LMP1? Was soll da noch kommen? Ich weiß nicht. Also ich denke, Michael hat jetzt da den Abstand in 4 bis 5 Sekunden wieder verkürzt. Das jetzt mit Überrundung zusammenhängt, aber ich denke, von den Zeiten her sieht man ja, die sind arg eng zusammen. Das Tempo von dem Schuss kann er vielleicht mitgehen, aber ob er richtig die Chance hat, nochmal ganz ranzukommen und auch eventuell auch in Umweg zu kämpfen, das wage ich doch nicht zu bezweifeln. Ja, jetzt kriege ich angezeigt, Ronny Plan wäre in der Box, das ist aber Murks, das stimmt gar nicht. Der Timing ist uns jetzt Büschen im Stich hier. Jetzt kriege ich Ronny Plan gar nicht mehr angezeigt. Er ist an der Box, ja. Ja, da in der Box aber kein Mensch. Seltsame Sache. Das passt ja hier heute zum Ablauf. Da kann man ja nichts machen. Ja, ne, das ist die ganz große Pest-Abo. Ja. 1. April haben wir aber noch, ne? Ne, ja, jetzt kriege ich es angezeigt. Patrick Wester ist auf dem Auto und an Platz 7. Holt aber langsam auf den Bernd Arndt. Das heißt, da waren wir zumindest mutig und hat einen Fahrerwechsel gemacht. Wird der Müller denn durchfahren, weißt du da was, oder wechselt er auch noch? Kann ich dir nicht sagen. Ich war schon längere Zeit nicht mehr im Channel bei den Jungs und kann dir nicht sagen, ob die wechseln. Okay. Christian mag Trigger auch nicht ganz so arg, Michael zwar auch nicht, aber ein bisschen Ticken mehr wie Christian. Es könnte schon sein, dass Michael sagt, wir wechseln, weil es gibt ja nichts. Ja, die haben ja vorher geknobelt, zwischen Pest also und Cholera. Die Surfers definitiv haben die eine an der Schüssel. Also ich würde es mir überlegen, ob ich wechsle. Aber wie gesagt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Risiko genau. Ist auf jeden Fall da. Merkt man nämlich allein schon an unseren Einblendungen, dass teilweise die Teamnamen falsch sind oder fast überall. Namen falsch sind und dass Schmitz geflogen ist, dass Rössler geflogen sind. So, hier mal gucken, was ist da los? Warum ist der Bichler nur noch auf 3? Da muss was gewesen sein. Ich weiß nicht, ob wir jetzt so weit zurückspulen. Oh, ich dass ich einen Fehler gemacht. Ja, ich krieg's raus. Hoffe ich. Ob ich's rauskriege, mehr spulen und spulen und spulen und spulen und spulen. Ja, was ist das denn? Uns doch mal an. Verständnis anscheinend. Ah, das war aber ein bisschen doof gelaufen. Das war selber schuld, würde ich sagen. Ja. An der Stelle hätte er es nicht versuchen müssen. Jetzt hat den Kollegen nochmal vor sich. Nochmal versuchen. Gleiche Stelle. Also wir auch gleiche Stelle. Eine Runde später, danke. Genau. Jetzt hält er sich zurück, denn jetzt auf der Geraden wird er schon schaffen. So soll das übrigens funktionieren. Genau so, nicht anders. Richtig. Hat ja nicht umsonst 150 PS mehr, ne? Manche Leute brauchen halt 2 Versuche. Ja, für die Info. So schnell geht's. Gut. Wird mir besser.
Und damit es wieder ein bisschen eng, fällt auch ein bisschen das Gras einseitig. Ja, also wie gesagt, jetzt müssen wir mal gucken, wie es aussieht. Also Jäger scheint auch langsam leicht wieder auf Sonnenberg aufzuschließen oder auch nicht. Die Zeit, die ist da um 1 bis 1,5 Sekunden im Abstand und dementsprechend müssen wir die Sache mal im halben Auge behalten, wobei wir können da einfach mal hinkommen. Wir hatten heute die anderen Teams noch gar nicht so viel im Bild. Dementsprechend gucken wir jetzt hier mal, das sind die zwei. Und dementsprechend gucken wir mal. Das sein, dass sich der Bichler schon wieder gedreht hat, müssen wir gleich checken. Von dem Abstand müsste was passiert sein, ja. Das stimmt. So, dann hatte ich wohl der Bichler schon wieder gedreht. Ja, was das war denn der? Wollen wir doch mal gucken. P3, jawohl, da ist er. Hey, meine Fresse. Komm wieder hier, klasse Mädels. Hat der M-Tech getroffen. Na, war schon vorbei. Über Bäumen. M-Tech hat ihn fast getroffen. Der hätte den M-Tech beinahe getroffen. Also das war jetzt immer wirklich ein Schuss in den Ofen. Übrigens gegen die Fahrtrichtung zu fahren, dafür sind andere Teams an der Nordschleife schon bestraft worden. Die sind auch nicht weiter gegen die Fahrtrichtung gefahren als das hier. Ja. Ja, ich würde sagen, mit im Moment 4 Ausfällen inklusive des Kamerafahrzeugs sind wir aber nach der Hälfte eigentlich ganz gut bedient. Also es sind eigentlich nur 3 Teilnehmer, die ausgefallen sind bis jetzt. Das finde ich noch okay. Sonnenberg-Jäger, jetzt sehr nah beieinander. So, wir haben übrigens jemanden, der zum Interview möchte. Nochmal als Randinfo. So, jetzt gucken wir mal hier, Sonnenberg-Jäger. Ja, gucken wir gleich. Guck mal, jetzt, Jäger schon durch. Sag mal, war der Sonnenberg nicht eben eigentlich schon vorne? Der Sonnenberg war doch vor Jäger, nicht? Ich glaube ja. Ja, dann wollen wir mal hören, was Teamchef von M-Technology zu sagen hat. Der Mike Vogel ist nämlich auch gekommen. Guten Tag. Hallo, einen schönen guten Abend. Ja, ja, hast du gerade Luft angehalten bei dem Replay? Etwas, ja. Ist mir mein großes Herz ganz tief gerutscht. Ja, ja, gute Szene, würde ich sagen. Guter Zweikampf. Glück gehabt. Ganz, ganz tief Glück gehabt. Christoph Bartels hat dann richtig reagiert, Bremse und Lenkung aufgemacht, lieber das Kies gefahren. Seid ihr im Plan mit Platz 1 heute? Denke ich, ne? Geht's nee, also, aus? Wir müssen ja angreifen, wir haben ja jetzt 20 Punkte wieder Rückstand, also heißt es eigentlich nur angreifen und gucken, was geht. Sieht auch so aus, als könnt ihr euch vielleicht ein bisschen oder täuscht das hier von dem Chor-Borsche absetzen? Aber selbst wenn nicht, ist das nicht ganz so schlimm. Und Patrick Muller gerade persönliche Bestzeit gefahren, also der lässt auch nicht locker. Ja, der will das jetzt wissen, also ich kann dir jetzt was verraten. Ich will jetzt mal die Chordakt auflegen, der Muller fährt euch. Das ist schön, aber über unsere Taktik verrate ich trotzdem nichts. Also wir haben ja noch was in der Hinterhand, dass es so bleibt, wie es ist. Da hat es gerade übrigens den Herrn Jäger zerrissen. Wollen wir nochmal gerade zurück? Ja, ein schöner 360er. Während der Verkehr vorbeifährt, das war schon nicht ohne. Ja, hat er vielleicht ein bisschen überzaubert. Überzaubert, zick, zack, ja. Zack, zuck. Oh, das war hell. Das sah ja ganz komisch aus. Ja, aber sofort weitergedreht und weitergefahren. Aber sehr, sehr, sehr toll gemacht. Ja.
Oh, da liegt schon wieder eine VE RS-Spider-Haube in der Ecke. Eine VE-Gedächtnis-Spider-Haube. Richtig, das heißt, irgendwo ist jetzt ein haubenfreier Laditz. Nee, ja, da war, glaube ich, Seiter müsste es gewesen sein. Da war 50. Eben schon ein Bild. Glaube ich, da hinten sieht man es schon. Langsam. Hat der Rudolf gesagt, langsam kommt er näher. Ja, Mike, also ihr habt noch was in der Hinterhand. Das denke ich mal dann wohl entweder der Hinterkess oder du sein. Einer von beiden. Also ich fahre definitiv nicht, ich bin degradiert worden. Nee, Spaß beiseite. Lass mich raten, wie viele an deiner Leistung? welche Leistung? Ich habe doch gar keine gebracht. Nee, Jan wird dann wahrscheinlich nochmal fahren. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Taktisch sind wir genau da, wo wir zu dem Zeitpunkt sein wollten. Dass es am Ende aufgeht, lassen wir uns mal überraschen, was jetzt noch wird. Also ihr wollt wechseln. Ihr geht das Risiko ein, ja? Na gut, okay. Also so war es geplant. Es ist natürlich jetzt die Frage, weil ich habe das von uns gar nicht mitbekommen, da war irgendwie ein Mismatch. Weiß ich natürlich nicht, kann jetzt sein, dass Christoph drin bleibt, dass Jan doch reingeht. Das entscheidet im Endeffekt Jan. Schauen wir mal. Ja, also ich würde mir überlegen, wie gesagt, weil ich weiß halt nicht, wann dann wirklich eine Rolle spielen. Bloß irgendwas ist auf jeden Fall im Argen. Und theoretisch kann euch der Core Porsche egal sein, ihr müsst ja auf den Panos gut machen und das tut er jetzt. Da war aber Massengeremme. Autos. Da wollen wir mal gucken. Zwar da war auch der Corvette. Ja, warte mal. Lass mich mal kurz Markus Vogt P16. 16, da können wir mal hin. Da waren mehrere aus involviert, also richtig. Da war der Porsche involviert. Ah. VRS, Audi hat es jetzt eine super Kamera. Nochmal zurück. Ja, ich weiß, aber wie willst du es denn machen? So, ja, also. Die TV-Kamera könnte retten. Na, dann gucken wir uns die TV-Kamera an. Jetzt sehen wir rechts der Audi von VRS. Der bricht leider ein bisschen aus. Er springt über den Curb und dann hat die Corvette gebremst. Der Core Porsche hat das nicht ganz so schnell mitgekriegt, hat dann die Corvette noch umgedreht. Ja, so schnell geht's, wie gesagt, und hat auch der Jäger wieder aufgeholt. Ja, und jetzt haben wir wieder den Schatten. Und da ist er schon daneben. Und jetzt, immer Platz, Jungs. Nee, der wollte jetzt dem wohl hinten nochmal in den MTEC-Porsche reinjagen? Nee. Das sah gerade wirklich so aus, ne? Als hätten die da russisch Roulette mit GT2-Fahrzeugen gespielt. Und immer mit unserem Auto. Ja, es tut mir so leid wie möglich. Mike, jetzt beißt die Zähne zusammen, drückt die Augen zu und macht Miep und hofft, dass es gut geht. Ja, also so schnell ging's, würde ich sagen. Da war er durch. Womit hängt es denn zusammen, dass Patrick Wester eine Stunde Rückstand hat auf David Wohlecke? Stunde. Eine Runde, Rückstand, nicht eine Stunde. Keine Ahnung, also ich denke mal, Wester war ja das Planauto. Ui, so schön aufgeholt. Mensch, ich kann doch nicht an allen Ecken und Enden zeitgleich sein. Gib dir mal ein bisschen Mühe. Ja, Kommunikation, Interview, Überblick und gleichzeitig noch Bildregie, das funktioniert nicht. Ich dachte, das schaffst du, Enrico. Ja, so schön ausgedreht. Dann sehen wir mit Sicherheit gleich nochmal ein Aufholmanöver. Ja, hoffen wir doch. Also wie gesagt, nebenbei noch hier Geschette und Gemache und Informationen einholen. Und also das ist jetzt im Grunde genommen hier diese Variante. Jetzt wird erstmal der Bäcker wieder eine Position gut machen. Es ist hier ein direkter Zweikampf, man mag es nicht glauben. Also zumindest der LMP2 gegen den LMP1. Der MTEC Porsche spielt dabei keine Rolle. Kannst also nicht zurücklehnen. Mike, alles gut. Wir haben nur den Namen erwähnt. Ja. So, Jäger hat natürlich jetzt durch die Aktion aber auch gut 8 Sekunden verloren, muss man dazu sagen. So, warum ist jetzt der Herr Wester so weit hinter dem Herrn Wöhliger? Ich würde ja sagen, der Jürgen macht sich jetzt mal schlau. Also ich sehe auf jeden Fall, dass der Patrick einen Stop mehr gemacht hat. Als ich alle vor ihm. Ja, bis jetzt war es ja auch. Ja, der Patrick hat ja auch das Auto jetzt erst übernommen vom Orni.
Also ich denke mal, Stoß, da irgendwas war. Jede Runde persönliche Bestzeit. Doro Müller in der Box, was ist denn da los? Warum? Ja, Auto sieht gut aus. Tobias Haverkamp ebenfalls so. Müller, VE Racing GT1, sehr interessant. Hä? Müller, VE Racing GT1? Also wenn ich solche Anzeigen kriege, fahre ich nicht freiwillig zum Fahrerwechsel in die Box, ganz ehrlich. Ach, jetzt weiß ich erstmal, wovon du sprichst. Ihr bringt mich ja hier total so Weißglut. Ja. Am besten, also es ist so schon schwierig, aber am besten ihr bringt mich so auch noch durcheinander. Sehr gern. Ja. Schwierigkeitsgrad bis dahin für dich. Ja, genau. Ich habe heute was keinen guten Tag, ehrlich gesagt, weil ich kämpfe hier nebenbei auch noch mit der Technik. Dadurch, dass Timing auch noch spinnt durch solche Anzeigen. So, Mölleke ebenfalls in der Box. Das ist sehr, sehr schwierig, den Überblick zu behalten, ehrlich gesagt. Dadurch geht halt auch ziemlich viel stellenweise unter, was eigentlich nicht untergehen darf. Ja, auf jeden Fall Jäger, der muss da jetzt erstmal ein paar Meter gut machen, auch wenn er hier im Bild ist. Ansonsten im Moment alles ganz entspannt. Das ist dann immer der Moment, wo man mal durchs Feld schalten kann. Da gehen wir mal zum Herrn Gerzak. Den hatten wir heute eigentlich nur quer im Bild. Jetzt haben wir da auch mal auf der Linie im Bild. Dementsprechend, ja. Wie weit ist er momentan weg? Wollen wir mal gucken. Wo ist er denn? Jetzt sehe ich nicht. 2,3 Sekunden hinter Andreas Schröder. Richtig. Genau. Aber das. Ich glaube, der Herr Schröder wird dem nach und nach wegfahren. Das ja, heißt, das Allen ist so eckig gefahren, ja, dass da nichts mehr rauszuholen ist. Das glaube ich nämlich bald, dass der so eckig ist. Weil jetzt sind es nämlich nur noch 1,8 Sekunden. Da ist er, total eckig. Ja. So waren es 0. Das könnten wir uns auch mal angucken. Ja, wir gucken uns das noch mal an. Die 20. Harald, macht man nicht so einen Stress? Ich mache überhaupt keinen Stress. Ich wollte die Zuschauer nur einstimmen. So, jetzt haben wir es nämlich wieder. Druck Variante Ascari. Ja, Kies. Mittig auf dem Curb aufgesetzt, weggeschoben. Wiedersehen. Kies, Asphalt, Gras, Wand. War die Reihenfolge? Richtig, bitte ordne diese Fahrzeugzustände alphabetisch. Starkes Sitz, heftiges Bums. So, verdammtes Zeug. Und der Müller ist immer noch in der Box. Zumindest laut meinem Dingsbums. Ne, er fällt gerade wieder raus. Stimmt das? Ja. Egal, ja, herzlichen Wunsch. Ja, wird doch noch geweckt. Aber halt, ich soll den Überblick behalten und du hast nicht. Klasse. Doch, doch. Kurze ja, Zwischenfragen. Also, ja. Was ist denn heute mit dem Herrn Haus los? Warum ist der heute so weit ab vom Schuss? Keine ja. Ahnung, der hat sich gestern lautstark darüber echauffiert, dass der Panos beim Geradeausfahren in Monza Probleme hat. Frage beantwortet, nehme ich mal. Warum beim Geradeausfahren? Das liegt dem Ding das doch eigentlich, oder? Das habe ich doch jetzt nur gesagt. Hier fährt man doch eh nur geradeaus. Richtig. Also wie gesagt, bin ich von ihm auch nicht gewohnt. Also normalerweise ist er ja immer ganz vorn dabei, aber hier so irgendwie von den Zeiten her. Ja, also Lukas. Ich hatte noch einen Punkt Schaden nachhängen. Nein. Der Lukas hat klipp und klar von vornherein gesagt, dass er hier mit dem Auto richtig Probleme hat und das glaube ich ihm auch. Und ja, muss man halt durch. Ne? Monza, sag ich mal, ist wirklich mehr Hass als Liebe. So, und der Andreas Schröder hat jetzt nach deinem erneuten Unfall wieder mitten in die GT2s reingereicht. Ich glaube, dass der Andreas Schröder gar nicht mehr auf dem Auto sitzt. Aber Harald, ist gut, dass ich wenigstens den Überblick noch habe. Aber der Bichler ist auch noch im Auto und der fährt jetzt gleich wieder raus. So, ich habe gehört, wir haben noch einen Gast, Harald. Harald, wir haben Gäste. Wir haben eine Menge Gäste. Ja, da mach doch mal was dagegen. Also ich kann jetzt schon mal so viel sagen, bei uns Fahrerwechsel wird es keinen mehr geben. Ja, siehst du, Mike, danke für die Info. Das hat der Marco jetzt auch mitgekriegt. Wir haben auch den Marco Siegmann hier vom Core Junior. Wir haben genauso den Michael Müller von No Limit hier. Und wen hat man noch? Ach, den Jürgen Müller haben wir nochmal hier so. Und ich würde sagen, nee, ich übergebe das Wort an den Harald. Ja, Tag zusammen. Lustige also, Truppe. Bude ist jetzt voll. Klima ändert sich hier dementsprechend. Also jetzt nicht von der Stimmung, sondern von der Temperatur und von der Luftfeuchte. Ist keine Schuldzuweisung, ist Tatsache, es tut mir leid. Ja, einzelne Stimmungsbilder. Wer hat was Spannendes zu erzählen? Vom Marco Siegmann würde ich gerne wissen, warum seid ihr denn nicht vor MTEC? Ja, ich denke mal, weil die Kollegen keine Reifen gewechselt haben, beziehungsweise vielleicht nur vorne oder beziehungsweise nur hinten. Also dadurch sind sie vorgekommen, denke ich mal ganz stark.
Okay, weil von der Zeit war der eigentlich nicht so brachialer Unterschied, dass die jetzt so weit weg sein könnten, ne? Ja. Wobei, so weit ist es ja eigentlich gar nicht, ne? Das sind knapp 10 Sekunden, das ist ja eigentlich noch nichts ja, erledigt. Da ist ja noch was drin, wir haben ja noch 1 Stunde 16. Also ich bin aber zufrieden mit 2. Platz, also es läuft mal wenigstens rund bei uns. Also da müssen wir uns jetzt nicht beschweren, das Auto liegt ja damit gut auf der Straße, wenn ich jetzt, also ich bin mir zufrieden. Ja, ich glaube, so kann man es auch stehen lassen. Man, in der Langstreckenserie kann man sich ruhig mal mit einem Podiumsplatz zufrieden geben, ohne dass man ganz oben steht. Ja. Punkte sammeln, glücklich sein. Ja, Michael Müller, ich bin gespannt. Was hast du zu erzählen? Was war eigentlich mit dem Start los? Hast du da die Musik zu laut gehabt oder ist da was runtergefallen? Ich glaube, der hat sich gerade gelegt. Ja, ja, moin ihr beiden. Nein, das, jetzt geht's. Ich war gerade noch drüben im Boxenfunk. Ja, am Start war Folgendes los. Ich war im Limiter und auf einmal wird Manu neben mir langsamer und langsamer und langsamer. Und dann dachte ich mir, na nu, guckst du mal, wo er ist. In dem Moment gibt er Gas und ich nicht. Ja. War dumm gelaufen. Ja, ich würde sagen, nicht mal er hat Gas gegeben, alle haben eigentlich Gas gegeben, nur du ja, nicht. Ja, das ist richtig, nur meiner Meinung nach ist es einfach das Thema, wir machen den Limiter rein und fahren dann 79 und nicht auf einmal 72. Aber naja, egal. Ja, hat auf jeden Fall für Kurzweil gesorgt am Start. Ist ja sonst immer so unaufregend, der Start in der LMS, von daher danke für die 2, 4 bis 19 Liter Zusatzadrenalin. Ja, ja, jetzt haben wir ja gerade den Ronny im Bild, wie er ein bisschen, den Patrick im Bild, wie er ein bisschen unter, nicht unter Druck gerät. Was passiert da? Ja, ich wurde ja weggeschickt, also da kann ich sagen, der Rückstand ist immer noch von dem Crash, wo er die Motorhaube verloren hatte, mit dem GT1, glaube ich, war das, ne, und daher immer noch der Rückstand. Von Patrick war bisher noch nichts. Ja, siehst du, hat Harald wieder nicht aufgepasst, wenigstens einer. Lass mir in Ruhe, sonst die Polizei. Ja, Harald, du musst dich doch um den Überblick kümmern, also, ach was, so, klar, ja. Ist übrigens in der Box und hat wahrscheinlich das Auto abgegeben, um dem mal Überblick. Da war auch schon 3 Runden alt. Ja, die Info ist 3 Runden alt, aber ich wollte, dem Harald diese Info mal mitteilen. Da hab ich ja. So, wer fährt denn Harald? Hast du es denn in der Zwischenzeit rausgekriegt? Also ich weiß es. Ich krieg leider überhaupt nichts angezeigt hier. Okay, für unsere Zuschauer, der Christian Schrödel fährt jetzt das Pichler-Auto. Und ja, schauen wir mal. Ne? Ich weiß nicht, Michael, was schätzt du jetzt 30 Sekunden Vorsprung ihr gegenüber dem Motorsport for All Auto? Haltet er das? Ja, ich denke schon, oder? Ja, ich denke auch. Also wir sind im Moment voll im Fahrplan, wir halten uns aus allem raus, haben die Taktik leicht umgestellt. Im ersten Boxenstopp ging es schief, da sind wir nämlich weit dahinter rausgekommen, wo wir eigentlich rauskommen sollten. Beim zweiten Boxenstopp ging es jetzt wiederum gut. Und jetzt schauen wir einfach mal. Also Killerfisch war, wie zu erwarten, sehr stark, oder ist sehr stark. Und jetzt schauen wir einfach, wie sich das Rennen entwickelt. Wir haben noch ein bisschen Potenzial, ob wir es voll ausschöpfen werden, weiß ich nicht, weil wir einfach dieses Rennen, wir müssen Punkte fahren und deswegen geht es auch heute mal ein zweiter Platz vor. Also ihr müsst ja auf jeden Fall nochmal in die Box, denke ich, dementsprechend wäre ja eigentlich eine Option, ja, mal ein bisschen Benzin, also Diesel sparen und dann ranfahren an den Herrn Thiermann, wenn es denn möglich wäre, um vielleicht sogar die Führung übernehmen. Sagen wir so, wir haben im Moment 3 Optionen, die uns noch offen stehen bis zum Ende des Rennens. Und welche wir davon wählen werden, das wird sich dann zeigen. Ja, auf jeden Fall, denke mal, wäre es ja nicht schlecht, wenn hier mal zwischen euch und dem Schrödel wäre. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Und sehe hier gerade vielleicht ein Zweikampf auf uns zukommen. Cessna gegen Porsche, da vorne ist der Porsche. Wir befinden uns in der Cessna. Ui, oh, und da ist der Herr Arndt im Außenbordmodus. Ach, ich krieg da ja in so Zahnbelag, wenn ich sowas sehe. Ja, dann wärst du die ideale Zahnarztgattin. Ja, also, noch werden wir auf jeden Fall auch nie genauer aufholen. Mal gucken, inwieweit
Wildenauer Orangerborscher, Novke dahinter das orangene Cessna-Flugaggregat aus Holland. Spiker des mit dem Namen. Ja, müssen wir mal gucken. Wobei der Spiker vorne auch schon ein bisschen nicht mehr nach Cessna aussieht, sondern irgendwie nach alten, keine Ahnung, Hügeldürer oder sowas. Ziemlich kantig. Jedenfalls ich finde mal, der Fuser bei dem Spiker sieht ein bisschen aus wie so eine Regentonne. Aber gut. Der Diffuser meinst du? Hinten? Ja, das sieht aus wie eine liegen gebliebene Regentonne. Ja, na. Eben das eine. Richtig. 60 Liter fast Öl hinten quer hingespannt für Abtrieb. Ja, ich sag mal, der ist halt ein bisschen mit alternativen Baustoffen verbaut, das Auto. Aber es fährt und sie ist noch immer so langsam. Nee, der macht auch Spaß. Kann ich aus eigener Erfahrung erzählen, ja. Der hat einen geilen Sau, finde ich. Geht. Oh, meine Kugel geht jetzt komischer. So, noch an. Nee, was? Schön, dann kann ich auch besser. So, ich hatte eben kurz intern ausgeholt, also jetzt in mir. Also jetzt, ich hatte in meinem Kopf kurz Sätze. Die sind aber jetzt durch Zwischeneinwürfe eurerseits wieder in meinem Kopf gelöscht worden. Das muss ich wieder neu überlegen. Dankeschön. Ja, dann an dieser Stelle übernehme ich das Wort, wenn der Harald nichts mehr im Kopf hat. Ich bedanke mich bei unseren Interviewgästen und hoffe, dass er doch demnächst mal wieder vorbeischaut. Oder hat noch irgendeiner was zu sagen? Also ich weiß, dass der Michael, glaube ich, fertig war, gell? Wir werden nicht mehr weg, alleine aus Sicherheitsgründen schon, ja. Gut. Maru, hast du denn noch irgendwelche interessanten Informationen? Habt ihr mal was von dem Robert gehört, der heute ganz alleine vor sich hin vegetiert? Er musste beim letzten Stop auf Klo. Das weiß ich nur. Ich hatte das Mikrofon jetzt das Rennen über aus, also... Hat er es gebuggt oder hat er dabei Zeit verloren? Ich weiß von nichts. Also, wie gesagt, ich hatte das Headset ausgehabt, also mit Teamspeak. Mutet. Ich weiß nur, dass er beim Boxenstopp ganz dringend auf Klo musste. Ob er jetzt gegangen ist, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube mal nicht. Ja, ich sage mal, er ist ein Rennführender, unerwartet, wohlgemerkt. Und da hinten kommt jetzt übrigens euer blauer Porsche ins Bild. Ja. Mal gucken, ob man eine Live-Flugeinlage sehen. Ich hoffe nicht. Der Patrick holt aus, glaube ich, krieg's nicht. Also das sah jetzt aber wirklich sehr, sehr risikobereit aus. Ja. Das ist ja nicht, na gut. Okay. Ja, dann, wie gesagt, also danke erstmal an das No Limit Team auf jeden Fall. Und kriege jetzt auch die Information, dass der auch ganz entspannt ist. Also wahrscheinlich ist seine Aufregung sozusagen abgeklungen. Weil heute vorm Rennen war er ganz aufgeregt. Er wollte eigentlich oder sollte eigentlich mit mir mal noch so einen Soundcheck machen. Aber das mit seinem Teamkollegen, das hat ihn so fertig gemacht, dass er dazu auch nicht mehr in der Lage war. Und da hinten fährt übrigens gerade der Salin vom Killerfisch ein bisschen durchs Kies. Wer pilotiert denn eigentlich gerade das Auto? Aktuell wollen wir mal gucken. Markus Vogt fährt doch, glaube ich, die Corvette. Richtig. Wer fährt denn? Erik Werner. Erik Werner für das Auto momentan, okay. Ja, im Moment nicht Killerfisch, sondern eher Kiesfisch, kann man sagen. Ja. So, Leid ist jetzt ein bisschen hier unser Zweikampf Wildenauer Novke abgerissen. Ja, vielleicht reißt er wieder an. So, dafür muss ich jetzt am Müller hier vorbei wursteln. An dem orangen OSR, der auch schön Platz macht. Ja, direkte Zweikämpfe. Interessant. Könnte es jetzt werden, Jonscher gegen Jäger hier? Also, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube, der Jonscher holt auf. Jonscher ist das Quadriga-Auto hier, der schöne Graue. Mit der 99. Für all die, die das Auto nicht erkennen im Bild richtig, machen wir folgendes. Jetzt sieht man es. Dieses Auto, das ist der Guido hier in dem Gemühl. Der Guido Jonscher, und der holt wiederum auf dieses Auto auf, was da vorne irgendwo am Horizont gerade mal eben zu erspähen war. Ich zeige es, und zwar das Auto, das ist die Standnummer 69. Ist so lackiert.
genauso. Denken wir. Ich habe allerdings die 99 noch im Bild, was ich nicht beziehen kann. Bild. Ja. So, jetzt haben wir sauber. Ja, also da müssen wir mal gucken. Also Guido holt auf, das ist klar ersichtlich. Der ist jetzt schon bis auf 18 dran. Geht es nur mir so oder ist der Patrick Müller vom R-Faktor Multi verschwunden? Nein, er ist auf Platz 22. Hinter dem Andreas Schröder. Na, dann tun wir deinen Faktor Monitor neu starten, dann siehst du das auch wieder. Gut. Wir bedanken uns natürlich auch. Das nächste Mal hoffentlich wieder einen Kuchen hier. Sonst bekomme ich immer Kuchen angeboten und Fischkuchen oder sowas. Ja, wir hatten. In Italien legt man da Wert drauf, dass Sachen, die man hier auch nicht selbst zubereitet, dass es die auch nicht gibt. Die sind deswegen trinke ich ja die ganze Zeit schon diesen komischen Rotwein. Ach, okay. Nein. Gut, viel Spaß, Jungs. Danke, euch auch. Ja, wir gleichfalls. Ja, ich bin dann auch mal weg, weil ich habe auch fertig und ich muss mir noch ein Bierchen holen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Jo, seid ihr gegönnt. Schönen Abend. Ich bin auch weg. Ach, ist das normal? Wir haben wieder Luft, ich kann meine Ellenbogen wieder. Wo kommen denn die alle her? Nicht noch einer unter dem Tisch. Ich will noch mal drüber gucken. Ciao. Ja, so, hier, Zweikampf jetzt gleich. Also, Jonja jetzt dran. Müssen wir mal gucken. Onboard, schauen wir mal. Was hier geht, da vorne tut der, das ist übrigens eine Art. Ui! Der drittplatzierte, Jungs. Wo ist denn der Salim? Jo, hat's noch gebackt. Gut gegangen. Also, das war übrigens der drittplatzierte Matthias Siegel eben im Bild. Oh, guck mal hier. Über die Wiese. Man kann sich doch auch ein bisschen Platz lassen, verdammte Seuche. Boah. Kommt, nochmal berührt. Ganz und großes Kino. Gerade ausgefahren. Und nochmal berührt. Also, Jungs, nehmt's mir nicht verübel, aber das geht nicht, was ihr da macht. Ah, ja, da muss man ein bisschen miteinander umgehen und nicht gegeneinander umgehen. Kann sich aber der Philipp auch nicht unbedingt beschweren. Der hat da auch Anteil daran. Also, die nehmen sich beide nicht sehr viel, die zwei. Das war wie drüben 50%. Ja. Ja, in der Fahrschule heißt es vorausschauend und defensiv fahren und nicht auf sein Recht bestehen. Das hat hier in beiderlei Hinsicht nicht geklappt. Ja, genau, so sehe ich das auch. Ich habe übrigens hier schon wieder jemanden, der oben in der Lobby sich befindet, ganz weit oben, Harald. Wir haben einen Stargast. Da ist er. Ja. Ich freue mich wieder mal ganz besonders, auch wenn ich jetzt keine Leckereien anbieten kann wie sonst. Keinen alkoholfreien Soja-Prosecco mehr da. Trotzdem herzlich willkommen, Friedrich Laditz. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch und das macht nichts. Euer Gesellschaft ist mir ja süß genug, sozusagen. Och, das hätte ich schon wieder rot. Ich auch. Was kannst du uns erzählen? Wie ist es bei euch bis jetzt gelaufen, bei beiden LMPs, groß und klein? Naja, beide sehr gewachsen. Vor allem Stefan hat er gleich zu Beginn durch Selbstverschulden gleich seinen Splitter verloren, einfach den Bremspunkt verpasst, gleich in der ersten Runde und ja, damit ist das Rennen eigentlich schon gelaufen gewesen für sie. Für uns, ja, wir sind da auch ein bisschen defensiver gestartet, wollten eigentlich sich an allen raushalten und ja, und dann haben wir einen Zusammenstoß gehabt, mein Manuel Bichler leider. Also es tut mir leid, ich muss mich da entschuldigen, aber in der zweiten Lesmar, muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht einmal an GT2 vorbeigegangen. Das ein bisschen warten wäre in dem Fall sicher besser gewesen. Es tut mir trotzdem leid, ich versuche ganz außen zu bleiben, aber es ist mir einfach die Straße ausgegangen. Es war übrigens ein Bild, Fritz, und da kann man klipp und klar sagen, also das Ding geht auf Manuel seine eigene Kappe. Da denke ich, man muss dich auch nicht entschuldigen und ich glaube, er selber wird es auch wissen, dass das wohl ein zu optimistisches Manöver war. Es ist schade, weil 20 Meter später hätte ich nicht vorbeigemunken, aber dort ist es wirklich schwer. Weil dort brauche ich selber die ganze, ja, egal, es tut mir trotzdem leid, weil es ist absolut unnötig, weil ich wollte nicht in den Zweikampf eingreifen. Ich glaube, der Michael war da knapp hinter ihm. Ja, und so sind da beide, also nein, der Ronny und der Patrick sind ja mit ihrem Zweikampf um die Meisterschaft, aber trotzdem.
Ja, ich hoffe, dass das nicht so große Auswirkungen hat auf den Endstand. Das wäre wirklich schade. Also ja, ihr seid beide im Moment gesamt 13-14 und ich glaube jeweils innerhalb der Klasse auf dem letzten noch fahrenden Platz. Richtig, ja. Bei uns geht es sowieso nicht weiter vor, als Dörner, sie sind die Diesel einfach zu stark und man muss aber sagen, fahrerisch auch um die Klasse besser und ja, ist einmal so. Das, was ich so ausgesucht habe, ist zur Kenntnis nehmen. Man, LMP2 ist jetzt schade, weil Stefan ist sicherlich einer der schnellsten Piloten im LMP2-Feld. Bewusst halt einer der, nicht der schnellste, aber einer der schnellsten. Sebastian ist auch sehr konstant, sehr schnell. Und da ist halt immer wieder schade, dass immer wieder was passiert. Aber ich sag diesmal ganz eigenverschulden, ganz klar. Ja, ja, ich meine, ihr seid ja auch froh über Punkte Hamsterei. Ihr besteht ja nicht immer auf Treppchenplätze. Ja, und zumindest seid ihr regelmäßig dabei. Andere Teams melden sich ab, wenn sie merken, sie sind nicht auf dem Treppchen und dann auf einmal im eigenen Motivationssumpf hängen geblieben. Na, das kann euch nicht passieren. Nein, auf gar keinen Fall. Es ist ein Riesenliga, es ist eine Riesensache, da dabei sein zu dürfen und das sollte Motivation genug sein, finde ich, weil es einfach vier Klassen in diesem Feld qualitativ auch sehr hochwertig. Man sieht es ja, ich habe es auf der Strecke gesehen, GT2 waren da immer in einem Rudel beieinander, also die haben da Fights gehabt ohne Ende. GT1 sowieso messerscharf besetzt und die LMP1 ja auch, also es sind nur Spitzenfahrer und auch die LMP2, sechs Rennen, sechs verschiedene Sieger. Jetzt ist momentan, wer ist denn jetzt vorne? Killerfisch, oder? Ganz vorne ist Killerfisch, Tiermann, ja. Feger ist aber auf dem Weg nach vorne. Ich habe übrigens gerade gesehen, währenddessen ihr euch hier so schön unterhaltet, dass der Andi Schönig unten in der Boxengasse gerade einen Riechendanz aufführt und hofft, dass das Rennen jetzt an dieser Stelle abgebrochen wird. Ja, also Andi, sei optimistisch, aber ich habe das Gefühl, dass Fege gerade warm wird, ja. Und mal sehen, also ich bin gespannt, wie das ganze Ding heute ausgeht. Ich freue mich auf jeden Fall. Gut, dann ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine weitere gute Unterhaltung. Ich darf ja nochmal an, wir haben es gleichmäßig aufgeteilt. Es macht zwar zeitentechnisch wenig Sinn, einen Stopp mehr zu machen, aber wir machen das, um gleichmäßige Fahrerzeit zu haben. Ja, herrlich. Ja, ich erinnere mich ein bisschen an, wie heißt es, an SBI. Die haben das auch so gemacht. Ja, finde ich sehr schön. Bestell mir schöne Grüße an den Rest von euch. Ach, ich danke schön. Also sozusagen zum jetzt wieder der Letzte, weil ich glaube, Markus ist glaube ich auch Letzter in seiner Klasse. Der kämpft aber gerade mit dem Porsche. Ah, aber ich glaube, der Abstand wird wieder größer. Also irgendwie, ich glaube, dem Markus, sein Auto scheint jetzt zu kaputt zu sein. Vorhin hat er eine ganze Zeit auf dem Wolfgang aufgeholt, aber im Moment sieht es wieder anders aus. Naja, irgendwer muss der Letzte sein, es geht nicht anders. Richtig. So ist es wohl. Tut mir noch einen Gefallen, die Kastagnetten hier, die habe ich noch von Noah Nevi geliehen, die kannst du ihm gerne zurückgeben. Dann freut er sich. Ist das dein spezielles Sexspielzeug, ist das das? Okay, nee, Kastagnetten. Kennst du doch vom, ich sag jetzt mal, spanischen Bauchtanz. Ja, passt schon, ja. Weiß ich. Ja, also, ich möchte ja nicht näher drauf eingehen, warum, weshalb, wieso, das führt nur zu, roten Köpfen, da wollen wir nicht. Okay. Alles klar, schöne Grüße an die Jugend, ne? Danke, viel Spaß noch und Name ist Florian Manuel. Tschüss. Und ciao. So, ja, also das war der Friedrich Laditz, eins der Urgesteine hier aus der RLMS. Und Jonja und Sonnenberg sind übrigens zusammen in der Box, das ist das Lustige. Nur mal so als Randinfo. Aber nicht zum Kuscheln, sondern zum Reifenwechsel. Nein, die Frage ist jetzt da. Jäger ist gerade vorbei. Jetzt müssen wir mal gucken. Jäger. Stockert kommt jetzt auch gleich vorbei. Werden wir gleich hinten im Bild sehen, wenn er aus der Parabolika rauskommt. Da kommt er schon. Huch, jetzt habe ich wieder Standbild. Test, da ist er. Manchmal spielt mir ja mein Steam hin Streich. Ja, mal gucken, wer da jetzt von den beiden zusammen zuerst losfährt. Also der Jäger, der muss noch. Der war noch nicht, der muss noch. Oder sind jetzt für die LMP2, sind das jetzt, glaube ich, die letzten Stops? Bei den auf jeden Fall. LMP1, auf jeden Fall nochmal beide.
ich so. Ja, der LMP 1, die entweder müssen sich noch 3-4 Runden gedulden oder die müssen kurz vor Schluss nochmal ein Special Dash machen. Also für die wird es nicht ganz ausgehen. Also die LMP 1 kommen auf jeden Fall nochmal. Da bin ich mir 100% sicher. Frage ist nur, wer kommt wann? Tankt wie viel nach? Das wird dann die große Masterfrage. Wobei ich mich vorhin ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt habe mit dem Fego und mit dem Tiermann. Also im Moment würde ich mal sagen, der Feger nicht unbedingt aufholen. Ne, verliert ein bisschen, manchmal kommt er wieder ein bisschen ran, ist glaube ich verkehrsabhängig, aber es bleibt so grob zwischen 5 und 7 Sekunden. Ja, 5, um die 5 Sekunden. Gucken wir mal hier, Tiermann 6,8 sind doch um die 7 Sekunden, du hast recht. Ja, jetzt eine halbe Runde später sind es wieder 5,2, jetzt geht es wieder runter auf 5,9, 5,6, 5,5, gleich sind wir wieder bei 6,8. Also ich denke mal, das ist verkehrs- oder ja, streckensituationsabhängig. Jonscha wird bei mir immer noch in der Box angezeigt, das heißt, da gab es wohl einen Fahrerwechsel. Ich denke mal, dass da jetzt der Martin van Ooyen fährt, ich check das mal. Also ich vermute es zumindest. Ihr könnt das auch mal gerne ins Bild holen. Wer denn da jetzt das falsche Auto? Jawohl, da ist doch, doch. Ich hatte diesen dunkelgrauen LMP2, hatte ich nicht so richtig gesehen. Hinter dem, der war jetzt aber auch ziemlich weit draußen. Der Erik Werner war das, glaube ich. Mhm. Auf jeden Fall kommt jetzt gleich der Benjamin Tiermann, also der Gesamtführende, wieder in größeren Verkehr rein. Das heißt, da könnte der Christian Fege zumindest mal aufholen. Und wenn er einmal im Windschatten drin ist, hat er quasi die halbe Schlacht schon gewonnen. Aber da muss er erstmal zu kommen. Ja. So, da sind es nämlich nur noch 4 Sekunden. Ratzfatz geht das jetzt hier, dass der Abstand schrumpft. Ja, auf jeden Fall habe ich auch mittlerweile die Info von unserer technischen Abteilung, dass wohl der Kanal wirklich einander Wackel hatte. Und die Jungs würden gerne unsere Bildqualität etwas hochschrauben jetzt, nachdem so gut läuft. Dementsprechend ist zu überlegen, ob wir jetzt nochmal kurz einen Break machen. Dafür, der dauert ca. 30 Sekunden. Und hier kamen übrigens zwei Autos aus dem Kies, unter anderem der VE LMP1. Und dementsprechend würde ich jetzt einfach mal sagen, Gödekan, der Boss. Würdest du nicht sagen, du würdest sagen, wir machen eine Pause, aber ich sage, Gödek ist an der Box. Ja, und ich sage jetzt einmal gleich Break.